So, also dann hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde des professionellen Dota 2 Feedes. Ja, lange ist es her, seit ich mein letztes Testlight aufgenommen habe. Mein Headset sah auch schon mal besser aus, aber ja, daran soll's nicht scheitern. Ja, ich spiele mal wieder eine Runde Offlane und ja, bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze wird. Ja, also mal kurz mal callen, dass ich hier gerne auf die Offlane möchte. Weil ich habe, ja, wie gesagt, das neue Testlight. Wie gesagt, das letzte ist schon ein bisschen her. Muss mal schauen, was ich hier jetzt auswähle. Die Gegner, ja, Stun tue ich nicht wirklich. Wir betten natürlich. Wir sind ja confident, dass wir das Ganze hier gewinnen. Ja, nur was holen wir hier? Earn of Shadow, First Blood. Ja, wir believe in die Power der Freundschaft und des First Bloods des Omni Knights. Ja, werde dieses Mal auch Lane contesten gehen. Im letzten Test, leider, ich weiß nicht, wie viele von euch sich noch dran erinnern, habe ich aber ja eher den Jungle Omni, beziehungsweise bin mit Iron Tailen gestartet, da die Lane nicht so gut zu contesten war. Dieses Mal versuche ich euch zu zeigen, wie ich das Ganze angehe, wenn ich ein bisschen auf der Lane conteste. Aber gut, auf jeden Fall auch anderes Thema. Die Testlights kommen jetzt wieder jede Woche zweimal. Zumindest der Plan einmal, mindestens zweimal im Optimalfall. Für nächste Woche sind auch schon gemacht worden. Für euch wird was ganz Spezielles geben, was ich euch am Ende des Videos verrate. Es wird auf jeden Fall gigantostrophisch, möchte ich sagen. Und ja, Tipps, weiß nicht, Tipps und Tricks. Ich versuche so viel wie möglich zu erzählen, was ich hier mache und was ich probiere. Checke nur gerade, ja, Settings stimmen alle. Nicht, dass ich hier komplett umsonst rede, aber gut, wir spielen ja Dota immer noch zum Spaß. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß, wenn ich hier ein paar vielleicht coole, vielleicht schlechte Plays mache. Bisschen schade, dass ich hier für dieses Game die Dire-Seite, die Radiant-Seite, die Dire-Seite erwischt habe. Spiel bevorzuge eigentlich eher die Offlane auf der Radiant-Seite, weil ich da, weiß nicht, die Camp-Lage, generell das Lane-Contesten gestaltet sich da für mich in meinen Augen deutlich angenehmer. Werde hier auch früh für das Orb of Venom geben, um hier für den maximalen Contest zu gehen. Normal werde ich auch mit der Diegen Aura First starten. Aber jetzt erstmal gucken. Ja, Diegen Aura und drauf. Wow, what the hell? Gut, dass ich blind wie ein Thunfisch bin und die Mirana anscheinend auf beiden Augen stiehlt. What the hell? Ja, das ist ein bisschen knapp gewesen. Jetzt gegen Mirana und Maiden bereue ich es ein bisschen. Aber ja, hauen wir hier mal ganz kurz ab. Easy Katka hier durchgekommen. Kostet mich halt zwei meiner Tangos, aber lieber zwei Tangos, als dass ich hier sterbe. Habe ja auch die Vision an der Seite. Ich weiß, dass Mirana da immer noch steht. Hab die Diegen-Aura, sollte soweit passen. Und dadurch, dass ich halt Lane binde ich auch natürlich die Supporter ganz gut. Maiden aber zeigt sich gerade nicht. Mirana steht immer noch an der Seite. Ja, da kommt auch schon der Arrow, wie erwartet. So, schön. Können wir uns hier auch direkt den nächsten Tango gönnen. Sobald ich Level 3 habe, kann ich auch Doppel Heal Power setzen. Muss jetzt so, wie gesagt, nur ein bisschen aufpassen. Aber ja, ich würde so sagen, ah, fuck. Bisschen zu früh. Hab nicht den zweiten Punkt geskillt, aber ja, die Mirana probiert da ein bisschen ihre Lucky Arrows. Aber gut, solange sie hier unten mich schießt, selbst wenn sie mich einmal erwischen, Vorteil ist einfach, die anderen Lanes und vor allem die Mitte hat damit oder sollte damit zumindest hoffentlich ein gutes Spiel haben. So.
So, werd hier, wie gesagt, das Orb of Venom holen. Geh wahrscheinlich wie im letzten Spiel auf die Faceboots, auf eine Hand of Midas früher oder später. Und werd einfach schauen, was ich hier raus machen kann. Hab jetzt aber leider ein bisschen verpennt zu pullen. Aber ja, kann passieren. Kriegt zumindest hier jetzt gerade an der Seite gut die XP. Ja, schön auch von mit Hilfe des Creeps. Und jetzt können wir hier reinlaufen. Oh, fuck! Das war vielleicht ein bisschen too much. Oh, shit! Shit, shit. Ich habe früh zu früh gerepelt. Statt dem Lasted dachte ich, ah, kacke. Ja, gut, da geht das muntere Fieden schon los, was ich vergessen habe. Und auf jeden Fall brauche ich Soul Ring Recipe. Soul Ring für mich ein bisschen wichtiger als Schuhe erstmal. Aber fuck, may the feed begin. Ja, gut, mal wieder habe ich eine Beteiligung am First Blood, auch wenn es mal wieder eher unfreiwillig war. Werde zumindest jetzt trotzdem probieren, die Bot-Rune zu kriegen. Creep Wave drückt zwar rein, aber die Rune sollte Easy Katka sein. Ja, Easy Bounty-Rune hier für mich. Maiden geht gerade in die Mitte. Creep Wave ist weiter am Drücken. Ist in Ordnung. Die Mirana. Oh, okay, die Mirana ist auch jetzt hier mittlerweile unterwegs. Wow, Triple Range Creep. Das ist natürlich richtig nice. Das gibt mir jetzt den Boost auf Level 5,5. Okay, ein bisschen gefailt. Bisschen sehr gefailt, aber naja. Jetzt ist zumindest Juggernaut hier an der Seite. Das kann ich mit abfahren bzw. mit contesten. Im Idealfall kriege ich hier beide Dudes ab. Noch ist eh hier niemand. So, wunderbar. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Kann jetzt auch mal an der Seite das Ding hier holen. Ja, das war ungefähr so, wie ich gedacht habe. Einfach mal eben schnell das Camp contesten. Jetzt dann auch gleich Level 6. Zeitgleich mit dem Juggernaut leider durch meinen Feed. Aber das lässt sich wohl nicht mehr so leicht verhindern. Die beiden sind immer noch Miss. Ja, den nimmt er hier jetzt auch noch mit. Aber sobald er jetzt nach vorne geht. Ah, shit. Doch, habe ich getroffen. Weil den Last Hit hat er bekommen. Boah, er macht das schon richtig gut. Oh Gott. Ja, kein Last Hit bekommen. Das ist ein bisschen bitter. Ich habe immer noch keine Schuhe, aber jetzt zumindest erstmal Soul Ring. So, ist solide. Der Start jetzt nicht übermäßig gut, aber ja, gut. Zumindest. Oh, Invis-Rune. Das könnte ziemlich sick werden. Der Jugger ist relativ low. Wenn ich es da schaffe, dem irgendwie einen Nuke zu geben. 400 HP hat er. 270 Damage macht das Ganze. Wenn er unvorsichtig ist, kann ich da eventuell für den Kill gehen. Ich glaube aber nicht, dass er so ein Retard ist. Na, noch steht er hier. Dude, you fucked up like literally every last hit you possibly had. Er ist tatsächlich unvorsichtig. Oh, aber ich krieg ihn nicht. Shit. Shit. Oh. So close. Hab den einen Hit, den ich gebraucht hätte, nicht mehr rausbekommen. Fuck. Aber da sieht man halt, Omni Offlane kann die Gegner schon gut punishen, ne? Ja, da hat sich jetzt nicht ausbezahlt. Aber ich habe auch die New Heal Bombe nicht getroffen am Anfang. Weiß nicht, habe ich nicht gut gespielt, aber da hat mir so ein bisschen mal wieder die Übung gefehlt.
Man merkt es auch so ein bisschen am Last Hitten. Ich bin mal wieder eingerollt, gerostet, aber ja, habe jetzt so die Boots of Speed, Juggernaut. Ja, gut, der hat schon Face Boots. Kein Wunder, wäre der da nicht weggekommen, dann hätte er Ultra Bad gespielt, aber ich hätte ihn bekommen können und habe trotzdem Ultra Bad gespielt. Ja, Spiel läuft gerade nicht so wie gedacht. Oh, Akinohune ready. Da können wir nochmal was probieren. Oh, und da ist auch noch die Maiden Level 5. Omnislash ist raus. Ich hab den hier. Geben wir mir mal direkt ein bisschen Mana. Und lauern hier mal. Ah, perfekt. Hab sie gefunden. Oh, fuck. Da ist der Jugger. Okay. Gut, dass die Spectre mitgekommen ist. Und ja, immerhin den ersten Kill für unser Team secured. Top jetzt gerade eh in Trouble. Oh, ja, wenigstens kriegt er den Call. Sollte hier, ja, ist solide gelaufen. Ich bin leider wieder gestorben. Aber... gut, Juggernaut unten 2-0. Arbeitet auch auf das neue Yasha-Bild hin, das man im Competitive so oft sieht. Ja, kann jetzt auch weiter, ja. Sollte vielleicht für meine Testlights mehr trainieren, damit man hier auch die dicken Plays sieht, die ich so vorhab zu machen. Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, für alle, die ab und zu mal meinen Stream schauen, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch Zuschauer habe, die nur ein bisschen auf YouTube den Content schauen, wo auch, ja, in Zukunft wieder mehr unsere... Okay, der Tower-Hit hat sich gerade... Oh! Oh, fuck! Ja... ja, kann ich nicht so ganz sagen. Ja, falls ihr nur auf YouTube schaut, könnt ihr gerne Bescheid sagen. Lasst doch mal ein bisschen Feedback da, würde mich sehr freuen. Ja, auf jeden Fall ist der Omni Offlane ja nichts Neues. Und auch als 2 ist ja nichts komplett Neues. Aber ich hatte, wie gesagt, mal, um hier wieder ein bisschen reinzufinden, mal Lust auf was Altbekanntes. Auf meinen absoluten Lieblingshelden. Okay, dann probieren wir es hier jetzt in der Mitte. Geht aber leider down. Ja, keine Chance hier für den Kill zu gehen. Können jetzt irgendwie... ja, geht hier in der Mitte gar nichts. Ja, das wird ziemlich hart. Hat der Ex einen Dagger? Jump! Wenn er den Jump findet, dann... keine Ahnung. Lol. Retard. Wow. Er läuft da einfach rein. Ohne irgendwas. Weiß nicht, warum ich ihn da repellen sollte. Eigentlich, ja, da muss er da nur den OD jumpen. Gott, richtig bad gewesen. Ich weiß nicht, ich hätte nie gedacht, dass er da einfach wie ein Retard reinläuft, aber gut. Aber gut. Passiert. Ich stehe auch gerade nicht so gut. Weiß nicht, Lane-Contesten leider nicht so gut gelaufen wie gedacht. Botlane wird... oh, die Spectre geht da nochmal raus. Gut, zumindest die WR bekommen. Können wir jetzt in Ruhe erstmal meine Faceboots zusammenfarmen, um hier ein bisschen Spiel zu finden. Ja, 0-3-1, nicht der Start, den ich mit einem Offline-Omni eigentlich hätte, aber zumindest, ja, kommt der Rest von meinem Team anscheinend jetzt ein bisschen rein. Der Zeus räumt da ordentlich auf der Top-Lane. Aber gut, dafür halt mein Spiel nicht so solide. Jetzt haben wir zumindest die Faceboots bereit. Wer sich übrigens fragt, ich skill Ulti tatsächlich erst ab Level 10, wirklich. Bin davor nicht so der Riesenfan.
Juggernaut hier. Oh. Na, das war eine schöne Kombination. Reicht aber leider nicht aus für den Kill. Wenn er vielleicht den Jump findet. Schade, wollte da den Kill stehlen. Aber immerhin hat er jetzt gecheckt, was zu tun ist. Ich werde trotzdem wieder für die Midas gehen. Spiel läuft nicht so. 13 Minuten 0 Farm. Um ein bisschen besser ins Spiel zu finden. Hab leider kein Quelling Blade, dass ich den Baum hier fällen kann. Aber OD ist in der Mitte. Okay, weiterhin keiner da. Heißt, ich kann weiter für den Tower gehen. Die gehen auch auf Level 3, da ich am Anfang ein bisschen Solo spiele und eigentlich für die Solo-Plays gehen will. Wir kämpfen uns hier wirklich gut zurück und ich habe quasi null Impact daran, muss man fairerweise gestehen. Noch keine wirklich großen Aktionen oder irgendwelche Aktionen im Team begangen hier. Arbeite jetzt erstmal gerade noch ein bisschen an meinem Level, an meinem Farm. Oh! Und tippe mich hier erstmal raus, wer weiß, was da als Follow-up ist. Aber eins muss man sagen, auch wenn ich den Ex nicht mag, hat hier auf jeden Fall soliden Farm, also 14 Minuten Blade Mail. Move in der Mitte fand ich ein bisschen fragwürdig. Normalerweise, klar, kann ich ihn am Anfang repellen und dann erst später healen, aber das Beste, wie du halt am Anfang direkt Leute rausnehmen kannst, ist mit einer Heal-Bomb. Spectre auch nicht direkt für den Radiance Rush gegangen, gefällt mir relativ gut. Und denke, jetzt werde ich mich dann auch mal zum ersten Mal wirklich beteiligen hier am Fight. So, den bekommen. Der ist auch down. Okay, der Shackle durch. Jetzt nicht ganz so erfolgreich. Aber wenn sie es da hinterher schaffen, muss nur irgendwie rankommen. Na? Aber okay, Shackle nicht dispelled. Trotzdem hier schön den nächsten Kill abgegriffen. Bis zur linken fehlt noch ein bisschen was. Aber ja, immerhin jetzt mal an den Kills beteiligt gewesen. Gönne ich hier mal das Repel, damit sie hier ein bisschen weiter drücken kann. Die Mirana ist unterwegs. Werde mir selber mit der Purification nochmal das nächste Camp hier gönnen. Okay. Kein großes Camp, aber es bringt mich der Midas näher. Na gut, das sollte reichen. Midas ist ready. DP habe ich auch. Dann kann ich auch mal ganz kurz zurück zur Basis gehen. Oh fuck, sollte da aber vielleicht nochmal ganz kurz aushelfen irgendwie. Ah, hier Soulring nicht mehr früh genug ready gewesen. Oh, Arrow schön abgefangen zum Wohle des Teams. Ah, okay. Läuft bei uns. Keine Ahnung wie, aber irgendwas lief hier. So, und jetzt kann ich endlich mal rausgehen, direkt 9 TP kaufen, Dagger in den Quickbuy. Ja, das ist halt so der große Vorteil von Omni Offlane. Ich bin leveltechnisch, obwohl mein Start nicht gut war, sehr stark dabei mit Level 11. Wir haben insgesamt alle ziemlich hohes Level. Unten ist OD gerade am Drücken. Wir haben auch so nicht mehr wirklich irgendwas bereit. Und der Juggernaut mittlerweile mit Tifu und Yasha unterwegs.
Wird jetzt soweit erstmal noch die Gegen-Aura holen. Mirana ist erstmal disconnected und nicht mehr ihr eigenes Team paust für sie. Spricht eigentlich eine solide Sprache. Wow! Ja, nice! Nice, nice, nice! Wow! Richtig stark gespielt von Zeuserino. Und der Spectre sehr schön reagiert. Oh, so gut kann es gehen. Ne? Mirana ist anscheinend back in game. Diese Challenge kriege ich einfach nie hin. Aber wir sind trotzdem auf einem guten Weg. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen mich mehr anstrengen. Ich weiß nicht, ich merke, ich spiele nicht gut. Und sorry für alle, die jetzt zuschauen und denken, was ein Pleb. Ich kann dieses Mal nicht mal die Ausrede hernehmen. Ich nutze seltsame, coole Dinge. Weil das nicht so ganz der Fall ist. Teste ja hier jetzt gerade nichts wirklich Neues für mich. Aber trotz alledem... okay. Das war jetzt nicht so legendär. Laufen wir einfach raus. Ja, nur auf Nummer sicher zu gehen. Okay, und jetzt habe ich gerade ein kleines Problem hier zumindest. Hab da nicht mehr viel machen können. Ja, und muss raus. Oh fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde hier noch sterben. Oh mein Gott. Warum geht der da auch raus? Ich hätte ihn healen können. Ich dachte eigentlich, der bleibt da stehen. Von der Maiden Solo hätte ich ihm den hier. Gott. Ich glaube, ich und Ex kommen nicht mehr auf den grünen Nenner. Nee, bin mit dem Decision-Making von X nicht so ganz einverstanden, auch wenn mein eigenes nicht viel besser ist. Aber gut. Ja, und da, keine Ahnung, was er da vorne jetzt wieder macht. Erst weglaufen vorhin vor der Maiden und dann hier reinfüttern. Kann man halten von was man will, yeah, zumindest die Spectre. Ja. Muss ich mal gucken. Decker jetzt so ein bisschen außer Reichweite gerutscht. 5 Minuten, kein wirklicher Progress. 1,5. Irgendwann vielleicht kommen in dem Game noch die Plays. I think you're mentally retarded. You're like, you sound like 25, 30 and like mentally like. Oh mein Gott. Ah, wunderschön. Bin nicht der Einzige, der den Eindruck hat, unser Ex ist ein Retard. Bin ich ja zumindest so semi zufrieden, aber gut, dann fahren wir jetzt erstmal ein bisschen in den Jungle. Gerade ist ja relativ ruhige Phase. Ich gehe generell gerne auf die Facebooks. Übrigens wird die Frage aufkommen. Ich habe es, glaube ich, letztes Testlight schon beantwortet. Weiß nicht, ich mag diesen Bonus Movement Speed. Vor allem zusammengesetzt mit der Diegen Aura. Gefällt mir relativ gut. Spiele ich sehr, sehr gerne. Ich weiß, dass die Arcane Boots besser wären. Aber vor allem für die Pups macht mir dieses Bild einfach deutlich mehr Spaß. Ja. Gut, die WR ist relativ low. Ja, und da füttert der Ex mal wieder rein. Ja,
Ja, ich denke auch hier. Gleich mal in der Nähe. Ja. Da gehen wir auf der Top-Down. Dachte erst, sie gehen in Richtung Spectre. Hab den Jugger dann ein bisschen zu spät gesehen. Schöner E-Blast. Oh, schöner E-Blast. Und jetzt gönnen die auch noch die Milliarde. Der Zeus spielt gut. 32 to 31 is okay. Because you are still positive, right? Yeah, that's how it works, you know? At least you're positive, right? Na, aber ich muss reden. Yes! Your tactical feed in competitive matches. Ich mag den, cooler Dude, nicht nur weil er den Ex-Flame. Er scheint mir wie ein ganz relaxter und im Endeffekt spielen wir alle Dota nur, weil es Spaß machen soll. Soll gar nicht sollte wirken, aber es ist halt ein bisschen unnötig, 1 gegen 4 reinzuspringen und danach ich viele nicht. Das ist, ich bin ja positiv. Glaube ich zumindest. Ich habe den Ex. Ich dachte mir ganz schön, warum stirbt hier immer der große Creep solo? Ich brauche unbedingt Dagger Vorstaff. Hätte hier vielleicht in dem Spiel auch für den Vorstaff alleine gehen sollen. Mal gucken. Aber ja, solange die Spectre jetzt irgendwann mal ihr Radi zusammenbekommt, können wir in dem Spiel, denke ich, auf jeden Fall noch was reißen. Hauptproblem nur so ein bisschen der dicke Jugger, der halt auch schon mit Diffu unterwegs ist und damit eigentlich die perfekte Antwort auf mich hat. In der Mitte, okay, Ex überlebt das Ganze. Dachte der OD snackt den sich jetzt gleich. Zumindest mein Dagger sollte jetzt in ein, zwei Minuten bereit sein. Einfach die Spectre ein bisschen garden. Sollte vielleicht selber etwas mehr in die Support-Position wandern. Nur dazu brauche ich jetzt meinen Dagger für die Movability hier. Selbst Maiden hier gefühlt mit besserem Farm unterwegs als ich, weil ich nur die Midas habe. Gehen wir mal auf die Bot und feeden dann ein bisschen an. Oh, schöne! Danke, Zeus. Damit haben wir dann auch das Dagger ready. Gehen als nächstes. Wobei, was ich auch hier in dem Spiel ziemlich sick finde, ist, und ich glaube auch eher bauen werde, ist das Lotus Orb. Lotus Orb ist hier ultra sick. Und ja, Ex wird da wieder gefunden. Geht down. Sollte jetzt nochmal schauen, gehen sie da tatsächlich rein. Wir stehen hier an der Seite. Zumindest. Ja, komm her, Spectre. Reaper drauf. Guter Fight. Oh, fuck, dieser Maiden-Ulti. Richtig, richtig schön, der Maiden-Ulti. Sehr schöner Maiden-Ulti. Wow. Der hat ihn gerade den Fight gerettet. Und ja, ich mal wieder nicht so viel gemacht. Ich hoffe wirklich, jetzt mit dem Dagger wird es besser. Lotus Orb, denke ich, hier ein richtig gutes Item gegen OD, gegen Jugger, gegen Vers Shackle, gegen eigentlich alles von denen. Auch einfach noch ein bisschen mehr Dispel. Ja. So, jetzt muss das Dagger bereit und einfach schauen, weiter hier im Spiel zu bleiben. Jetzt mit Level 16 werde ich auch anfangen, die kleinen Creeps zu Midas, nur die großen eigentlich nicht mehr so von Bedeutung sind.
Hab ja mein Level Peak dann so langsam erreicht. 1,7. Oh Gott, Blacklight. Du Master. Master of the Feeder Disaster. Aber da unten ist eine Potem unterwegs. Die will wahrscheinlich die Rune snacken. Okay, sie will nicht die Rune snacken. Bin ich jetzt mal gespannt. Da nimm mal Reaper und... What the fuck? Ja, immerhin das bekommen. War okay. Ja, die Maiden hätten wir auch töten können. Aber der Odi war da jetzt ein bisschen wichtiger. Oder, ja, Maiden hat er eh getötet, dachte ich mir. Oh Gott, was tut er da? Keine gute Idee. Oh, never. Oh Gott, ich hätte ihn einfach sterben lassen sollen. Ah, oh, das hat man davon. Ja, gegen Diffu Juggernaut bin ich halt auch ein bisschen useless. Oh Gott, 1,86. Aber gut. Guardian Angel hätte halt nicht viel gebracht. Hätte ihn höchstens nach Reaper Guardian Angeln können, wenn das Ding, wenn er Diffu kurz 4 Sekunden auf Cooldown gehabt hätte und in den 3 Sekunden hätte er versuchen können rauszugehen. Problem ist dabei, dass die Mirana wahrscheinlich Starfall oder ähnliches gezündet hätte. Ah. Oh Mann. Okay, ich habe auch vergessen zu shoppen. Ausreden über Ausreden von mir. Aber die Wahrheit ist, ich spiele einfach schlechtes Dota gerade. Aber ich habe immerhin Spaß dabei. Irgendwann, ich rieche es. Irgendwann kommen die dicken Plays. Ich kann schon mal sagen, in dem Testlight nächste Woche könnten vielleicht dicke Plays dabei sein. Wer weiß, wer weiß. Aber die Mirana hat mittlerweile auch... Oh, sie hat noch gar nicht Aga. Okay, 30 Minuten in. Noch kein Aga auf der Mirana. Das ist zumindest erfreulich, sag ich mal. Jugger ist hier unterwegs. Sollte hier auf jeden Fall raus. Sollte hier auf jeden Fall raus. So. Der sollte hier, denke ich, sterben. Ja, das läuft. Oh, fuck! Fuck it! Oh, Mann. So viel zum Thema. Ich habe Spaß beim Dota-Spielen. Scheiß auf Spaß! Ich wollte Odi töten. Oh. Vielleicht Zeus healen sollen, nicht Soul Ring usen sollen. Naja. Lotus Orb is on the way.
Ja, die dicken Omniplays kommen nicht. Ich merke aber auch, weiß nicht, ich habe in den letzten 2 Wochen vielleicht 10 Dotas oder so gespielt. Gut, billige Ausrede, aber ich weiß nicht, ob ihr es auch merkt. Ich habe zumindest ziemlich hart das Gefühl. So ein bisschen, mir fehlt der Überblick, vor allem für sowas wie Omni Knight. Bin nicht mehr in meinem Top-Peak der Omni-Spammerinos. Und mir fehlt irgendwie ja, so ein bisschen vor allem die Übersicht einfach. Aber gut, ich denke, das wird. Ich hoffe, vielleicht kann man ja neben ausgefallenen Builds und witzigen ja, Partyspielchen oder witzigen Pub-Strats von meinen Tests leider auch so ein bisschen sehen, wie ich mich selbst in Dota ein bisschen verbessere. Oh. Das wäre zumindest ziemlich wünschenswert, dass man vielleicht auch sowas wie eine Steigerung in meinem eigenen Skill sehen kann. Aber ich merke wirklich, wie hart Reaper genervt wurde. Das tut mir wirklich in der Seele weh. Oh, ja, da ist er zu weit weggelaufen. Kein Rune. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Oh, Zeus! Können wir hier... Ah, waren nicht so die Mindgames. Spectre auch ein bisschen zu weit vorne, aber der Fight lief dafür eigentlich ganz solide. Max darf halt nicht vor mir wegrennen, da fehlt mir vielleicht auch der Force-Stuff. Hm. Mir fehlt eigentlich ziemlich viel, to be honest. Oh Gott. Ja, ich brauche halt unbedingt Lotus Orb. Kann ich Lotus Orb eigentlich auf Gegner ziehen, damit sich der OD Astral Imprisonment... Wenn er stirbt, bin ich jetzt einmal gespannt. Also, mal sehen. 300 Gold noch. Ja, ich kann eigentlich den Courier zu langsam zu mir schicken. Spectre hat die Radiance bereit. So, schicken wir das mal zum Sideshop. Ja, zumindest mana-technisch habe ich keine großen Probleme mehr, aber... Ja. So, und da haben wir es. Lotus Orb ready. So, das vielleicht. Da ja, machen wir es so. Doppelt Zeus Ultimate mit. Ah, geil. Geht halt für den ganz alten AIDS-Bild. Wir haben hier, folgt mir gerade sowieso aus Zeus AE. Spectre. Wir haben sowieso den Ultra Global AIDS-Bild. Also, das fällt mir gerade sowieso auf. Oh, richtig räudig, was wir hier spielen. Schäme mich fast dafür. Aber nur fast im Endeffekt. Oh. Yeah, I wanted to ward, man, but no one was there to help me. Oh, ist leider niemand mehr, schade. Oh. Geh da mal ruhig, wenn du Bock hast. Können. Oh, Arrow! Ah, ich habe eigentlich gehofft, der Omni slasht da drauf. Und dann Omni gegen Omni. Bam, bam, bam. Das ist eigentlich das Coolste. Ja.
Wir brauchen unbedingt, ich denke, hier eine Ward. Aber jetzt, wo ich das Lotus Orb habe, gehe ich als nächstes auf jeden Fall auf den Forststuff. Sollte mir da auch noch ein bisschen mal 1, 9, 11. Das ist wirklich die schlimmste. Vor allem, es sind 38 Kills gefallen und ich habe 12 Killbeteiligung. Das ist echt ein bisschen wenig. Aber ich denke, das werden wir auf kurz oder lang gewinnen, alleine weil die Spectre hier ziemlich am Abgehen ist. Okay, also mehr im Background halten, weniger probieren selber für die Plays zu gehen, dann wird das schon Blacklight, dann wird das. Ah, mich nervt das so, aber ja, keine Ahnung, will euch natürlich auch ein bisschen, ich will euch nicht unbedingt schlechtes Dota zeigen, aber ich will euch authentisches Dota zeigen, also fieden wir hier einfach mal munter rein. Hab aber auch noch vor, andere Formate zu bringen, indem ich euch ein bisschen bescheiße und für die dicken Blacklights gehe, die ich halt eigentlich so bringe, wenn mir niemand zuschaut. Das ist immer so das Problem. Die dicken Plays kommen natürlich immer, wenn mir niemand zuschaut. Aber wer kennt das nicht? Ja, wir gehen hier wirklich einfach nur gerade auf Farmen und Global Action. Aber, yes, we can. So, jetzt können wir da probieren, oben zumindest was zu machen. Weiß nicht, wo der AA hinschießt. What the hell? Woodface. Schießt er da auf den Tower? Können wir sogar was probieren. Aber jetzt ist auch erstmal der Global weg. What a BX. What a B. Ja, der Exit hat aber auch keine Lust reinzugehen. Oh mein Gott. Geh doch da rein, Ex. Keine Ahnung. Warum repel ich ihn überhaupt? Oh mein Gott. Ja, da war Lotus auch gerade noch auf Cooldown. Da ist sie. Jetzt geht's doch. Oh, dieser Purge von Lotus, der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn ich jetzt noch den Forststuff hab, waren zwar jetzt nicht die dicken Plays, aber wir haben am Ende als Resultat doch ganz gut was rausbekommen. Jetzt haben wir auch den Force ready. Jetzt kann ich mir, jetzt werde ich den Soul Ring sellen. Generation.
gefällt mir ziemlich gut. Und ja, als nächstes gehe ich dann auf den Hex. Ich habe jetzt genug Safety-Items. Das heißt, ich probiere jetzt irgendwie für die Disables zu gehen. Hab's auch schon öfter gesagt. Ich bin immer nicht so der Fan von Agar auf Omni Knight. Ich bin lieber so derjenige, der wirklich tiefer im Getümmel drin steht. Wenn ich auf Agar spielen würde, würde ich wahrscheinlich Everlands Agar spielen, weil das ist dann wirklich der, ich stehe weit weg Omni Knight. Warum geht der nicht ins oh. So, schöner, den bekommen. Den bekommen. So. Oh Gott, Gott, Gott. Naja, das war doch ganz okay. Erstes Play, mit dem ich hier einigermaßen zufrieden bin in diesem Spiel. Hab nur 44 Minuten Durchquälerei gebraucht. Also, puh. Gerade so noch mal Glück gehabt. Blacklight, du kannst es ab und zu doch noch. Ich meine, der Core Knight hat jetzt gerade nur 3 Items gebraucht, aber ja, die Lutus Orb Entscheidung gefällt mir richtig, richtig gut. Also, ja. Da kann ich gerade nichts sagen. Denke, ich werde jetzt als nächstes auch erstmal, ja, ich werde mir jetzt erstmal die BOTs holen. Jetzt ist so langsam die Zeit des Right-Clicks machen sowieso vorbei. Sell jetzt erstmal meine Face-Boots, dann bin ich einfach ein bisschen mobiler. Brauche jetzt gleich nämlich den Slot für mein TP-Zeug. Bin immer der Fan, weil sie immer ein TP dabei haben, wenn irgend möglich. Deswegen gehe ich oft auch schon als viertes Item, weil ich will die Midas auch auf lange Zeit erstmal behalten, einfach um meinen Farm aufrechtzuerhalten. Ohne Midas wird es mir halt bei weitem nicht so gut gehen wie hier mit. Das war nix. Ward with me. I am warding man. So. Ah, die Wortposition jetzt nicht so überragend, aber ist okay. Bin sogar leveltechnisch echt, boah, gut, im Vergleich zu meinem Team. Wir sind alle extrem high-leveled für Minute 46. Aber ich glaube, das haben Pubs oft generell so an sich, aufgrund des vielen Solo-Planes. Dadurch, dass viele immer mit dabei sind, es gibt wenig so, ja, ich lasse dem ein bisschen die XP, dem das Level, das entfällt in Pubs immer so ein bisschen. Ja, findet hier den Jump, aber A-Blast. Ja, okay, dann geht er nicht nochmal rein. Ja, mehr kann ich da gerade nicht machen. Oh, die No-D immerhin bekommen. Hat sich die Spectre gebuybackt? Nein, sie hat Buyback noch ready. Sie hat Haunt jetzt auch gerade. Nee, Haunt gleich wieder ready. Deswegen hatten wir das nicht im Fight. Ja, war nicht so der beste Fight.
Oh, schöner Shackle zurück auf die BR. Oh, shit! Da habe ich mich zu weit rausgewagt. Aber der Blast erwischt doch. Oh, ja, gut, wir haben nochmal die Basis. Oh Gott! Dieses Game bringt mich um. Hm. Dieses Game bringt mich noch um. Ja, aber gut. Haben die Basis verteidigt. 2 gegen 4. Ja, aber der OD hier halt auch mit Moonshot. Ah. Gut, Hex fehlt noch ein bisschen. Ich denke nach Hex, ich werde Hurricane Pike bauen, einfach wegen dem kürzeren Cooldown und um mich selber von Gegnern wegzuschießen. Double Kill, ja. Die AOE-Kombination ist einfach too broken hier. Oh, ich hoffe eigentlich fast, ich werde gleich... Ja, aber das wird ganz knapp, wenn das keiner abfand. Oh, das gibt's im Gold! Ich bin der Flight Dark Creeps! Lasst euch Zeit... Nein! Zeus! Nein! Geh irgendwo anders hin! Bro! Bro, bitte! Lass mir die... Nein! Bro! Bro-is! Bro-is! Das ist nicht nett. Das ist nicht nett, Bro-is. Das ist gar keine coole Story, Bro. Der Bros. Die Bros. Der Bros. Oh. Boah, das war ein Lotus-Orb. Das war ein Lotus-Orb. Ja! Das Lotus-Orb, Bros! Boah, das war ein richtig gutes Orb. Boah, dieses Ich liebe Lotus-Orb. Ich liebe Lotus-Orb. Ich liebe Lotus-Orb. Ich liebe Lotus Orb. Das hat mir halt nicht nur gerade den Arsch gerettet, sondern, wow, ein ziemlich geiler Setup. Auch wenn, ehrlich, ich dachte nicht, dass das so geil wird. Weil ich wäre jetzt auch zu viel gesagt, es lag nur daran. Aber ich liebe Lotus Orb. Ich liebe Lotus Orb. Um ein Orb zu sein. Kämpfe nie allein. Um ein Orb zu sein. Muss mich ja eigentlich mit Repel und Lotus Orb abwechseln auf der Spektre, dann kann sie eigentlich keiner angehen. Aber ich liebe es, ein Orb zu sein. Ich bin niemals mehr dann allein. Lotus Orb, du bist so klein, so fein. Lass uns Freunde sein. Lotus Orb, Lotus Orb, Lotus all the way. Wir sind kurz vor Weihnachten. Da singe ich auch ganz frei. Ah, okay. Spätestens jetzt ist der Moment, wo die da Klickzahlen ziemlich nach unten gehen werden. Aber egal, wir verbreiten gute Weihnachtsstimmung auch in Dota. Auch wenn das gute Frosty, wo es mittlerweile schon Geschichte ist und Valve kein Interesse mehr daran hat, uns mit coolen Dingen zu versorgen, die uns Spaß und Freude bereiten in diesen unglaublich befreundigten Zeiten. Go back. I don't have Lotus Orb, Lotus Orb, Lotus all the way. Ich bin hier, du bist yeah. Hier. Hm. Friss das Quelling Blade, ja. Hab ich's aber gegeben. Dieses Quelling Blade weiß gar nicht mehr, wie ihm geschieht. Hat der Jugger dieses Camp schon abgefahren? Ne, hat er noch nicht. Hm,
So haben wir zumindest Mystic Stuff gleich ready. 2-1 noch für das nächste. Level 25 erreicht. Ja, da kam der Arrow. Ja, Maelstrom. Lotus Orb ist da. Jetzt kommt der E-Blast. Ja, easy. Schön gemacht. Ja, an der Seite wird jetzt... Oh nein, ich wollte sie bekommen. Die dumme Fotzen im Zauberland. Ja, das sieht doch ziemlich gut aus gerade. Keine Ahnung, wieso das so lange dauert. Aber gut. Ja. Ja, richtig gutes Spiel. Also jetzt macht es auch Spaß, wo ich mittlerweile so ein bisschen Impact habe. So, da haben wir das. 1000 Gold mittlerweile nur noch. Warten wir, bis sie da ein bisschen... Ja, nice. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, gebe ich hier erstmal Lotus Orb. Wenn das ausläuft, Repel. Mirana, Buyback, nicht so dramatisch. Nein! Ich wollte den Kill so unbedingt. Ich wollte ihn so unbedingt. Ah, ja, ich brauche hier den Rest gar nicht mehr. Hex wird hier niemals mehr fertig. Das Game ist durch. War aber auf jeden Fall ein spannendes Game. Und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuschauen. Also noch ist nicht ganz vorbei. Aber wenn wir jetzt ja keine groben Fehler mehr machen sollten, sollten wir das haben. So, wenn man jetzt doch ein bisschen hinten steht und das Ganze tankt, wird das schon easier. Jugger hat es aber immer geschafft. Also Jugger hat echt solide gespielt, muss man gestehen. Ne? Aber jetzt mittlerweile sind wir da doch ein bisschen dick geworden. Mein nächstes Item wäre dann höchstwahrscheinlich erstmal... erstmal die Pike geworden. Oh, okay, die ist down. Ja. Ach, wir haben ja Rush gar nicht gemacht. Failfish. Ja, also mein nächstes Item wird hier jetzt erstmal die Hurricane Pike. Einfach für geringeren Cooldown. Immerhin hat das Ding dann nur noch 14 Sekunden statt 20. 6 Sekunden weniger Cooldown. Es gibt dann nochmal ein bisschen Tankiness dazu. Und dann kann ich die Midas noch länger nutzen. Ich denke, im Endeffekt werde ich wahrscheinlich, würde ich als letztes... also generell, das ist so ein Bild, das ich gerne ansteuere. Mein nächstes Item würde höchstwahrscheinlich, also vor allem würde, weiß ja noch nicht, ob wir so lange überhaupt spielen. Yeah, come on, bro.
Ja, schön. Ah! Tatsächlich noch. Wuhu! Oh mein Gott. Ich glaub's ja nicht. Gut, mit Items ist das Playmachen natürlich deutlich einfacher als ohne. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, nächstes Item wäre Lotus Orb, wäre Octa-Core, Shivas. Ansonsten denke ich, dass man sieht, dass das Itembild doch ganz gut funktionieren kann auf Core. Ja, ich habe am Anfang ziemlich gefailt, am Ende so ein bisschen probiert, am Ende ein bisschen das rausgeholt. Auch wenn wir natürlich weit entfernt von dem Faktor sind, dass ich hier das Spiel gewonnen habe. Oder auch annähernd nur gewonnen habe. Aber trotzdem war es auf jeden Fall spaßig, hier auch mal wieder Omni-Night zu spielen. Habe ich tatsächlich auch selber nicht seit dem letzten Testlight. Und ja, ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Ja, da kann man jetzt noch kurz helfen. Und ja, wunderbar, Early Game. Woo! Was ein Game. 500, ich habe sogar vergessen, dass ich 500 gewettet habe. Ja, gucken wir mal, wie wir da so durchschnittlich im Spiel waren. Oh, 6000 schon durch Betting gewonnen. Ja, Level 20 erst. Nicht so das, was ich wollte. Ja, Average plus 4 Tode, 4 Kills, normalerweise 4 Sechstats, die wären noch okay gewesen. Wie war ich denn so networth-technisch? Das interessiert mich so am Ende doch noch. Ich war immer... Ja, ich war networth-technisch eigentlich ein Supporter. Hab am Ende den Ex noch überholt, aber gucken wir uns das mal an. Na? Ja, immer im Mittelfeld, ich denke als Supporter, ja, dieser Sprung am Ende ab Minute 50, da waren wir halt schon am Gewinnen. Naja... War nicht so das beste Game. Aber gut, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Einschalten. Nächste Woche, ich wollte es noch ankündigen, gibt's Support Huska. Mittwoch und Donnerstag jeweils ein Game. Und ich kann euch sagen, es wird cool. Also zumindest aus meiner Perspektive hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Testlight ist mit Conquistador zusammen. Und ja, vielmals danke fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach unten da. Wenn nicht, den nach unten. Ich hoffe, Moment. Ich habe beides mal nach unten gesagt. Naja, lasst auf jeden Fall einen Daumen da, egal ob positiv oder negativ, alles Feedback ist gutes Feedback. Wie es immer so heißt, ich zu sagen pflege, habe ich eigentlich noch nie gesagt. Who cares? Auf jeden Fall, falls es euch gefallen hat, schaut auch gerne ein paar andere Videos. Schaut mal bei uns im Cast vorbei bei Saphira TV. Demnächst kommt auch wieder ein neuer Guide von Feva. Danke fürs Einschalten. Schönen Abend euch noch. Bis dann.